Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. In der letzten Folge haben wir das alternative Twilight Town betreten, welches zur Welt, die niemals war, führt. Und auf dem Weg dahin, in diesem komischen Korridor da, Entschuldigung, haben wir Axel getroffen, der mit uns gegen niemanden gekämpft hat und sich dabei selber geopfert hat. Und ja, geil. Also ist nicht geil, aber ihr wisst schon. So, wir gehen. Ich möchte mal kurz was anderes ausrüsten für den Kampf, der bald kommt. Einfach nur so, um ja, um das, weil ich das Thema aufrechtzuerhalten. Werdet schon sehen, was ich meine. Obwohl ihr wisst alle, was ich meine. Ihr kennt alle das Spiel, ne? Gibt es hier irgendjemanden, der das Spiel nicht kennt? So, hier sind ganz viele Schattenleuchter. Kann ich alle platt machen? Mach ich auch, glaube ich. Mit welcher Form? Nehmen wir die. Kann man gut die Helden, die Waisenform aufleveln. Oh. Obwohl, hier kann man eigentlich jede Form aufleveln. Oder? Da ist doch kein Gegner hier im Leben, hallo? Also am Anfang schon gesagt, hier wird kein Gegner ignoriert. Ja, ist auch nicht der schnelle, die Schattenlurche hier. Oh. War sowieso keine zwei Formen im Moment. Kann ja nicht aufleveln. Also was hier kommt. Ich will die Meisterform einsetzen. Von der haben wir irgendwie am wenigsten gesehen, so kampfmäßig. Dass ich mal Offspeed nur aufgelevelt habe. Müssen wir ja aber irgendwann mal hier einsetzen und zeigen. Geil. Aber hoffentlich auch mal ich kommen muss hier sehen. Okay, ich merke gerade, das sind nur Luftkombos, die wir machen. Keine Bodenkombos. Kommt her. Ich weiß doch, hier sind welche. Oh. Ja, ganz schnell. Alter, oh, ich halte. Oh, geil. Ja, nur ein bisschen mehr aushalten will. Na, komm mal her. Ah, Mann, ich verfehle die immer. Komm mal, komm und nicht abschließen. Ist da nicht krass? Ich weiß auch nicht, ob man die Finstersplitter vielleicht brauchen könnte, ich glaube nicht, aber trotzdem. Weil ich bin sehr kreativ mit meinen Kampfschreien. Die ganze Zeit. Aber er nutzt ja ein Schwert und keine Faust. Meins. So, der letzte, komm her. Noch einer. Oh. Was ist das? Ach, mein Gott. Abgeschossen. Da haben wir 5 Minuten hier ein paar Herzlose fertig gemacht.
hat zwar gebracht. Jetzt machen wir weiter mit der Story. Und ja, ich habe den Königsanhänger ausgerüstet. Donald, Goofy. Sora, ich meine. A keyblade. Das hat wohl sein, ne? Wer hat denn so ein Schlüsselschwert? Wäre sehr komisch, wenn diese Person zwei Schlüsselschwert hätte. Wenn dieses dann weiß wäre und auch. Ja. Wer bist du? Person, die ich nicht kenne. Was? Egal, wir kämpfen jetzt. Du bist hier, ich bin auch hier. Wir kämpfen jetzt. Kingdom Hearts Chain of Memories. Logik. Ja. Der Klöber als du, der zieht ganz schön viel ab. Ja. Ein bisschen was kann ich. Und die Musik im Hintergrund. Geil, ne? Ja, das kann ich dreimal. Das kann ich dreimal hauen. Okay. Au. Und was hat jetzt schon? Kann ich da rein? Sehr doofe Idee. Kann noch die Limitform einsetzen, aber bei meinem Glück verwandle ich mich sowieso wieder in die Antiform. Ja. Ja, Trotzkopf und all sowas. Da kann mir eigentlich nichts passieren. Okay, so viel dazu. Mal sehen, wie ich früher aussah. Komm her. Ich kann auch Spezialattacken. Ach, alles auf. Puff. Au. Oh, ich dachte, das klappt. Ich dachte, ich wäre unbesiegbar. Mein Gott, das ist ganz schön schwer. Ich mal angefangen den an. Hi. Boah. Nix da. Jetzt bist du dran. Würde ich gern treffen, danke. Aber der Kampf ist gar nicht so einfach. Oh Gott. Dreieck drücken müssen. Oh Gott. Ah. Das gibt's heute, das hab ich. Auha. Okay, ist gut. Ich komme gar nicht mehr dazu, irgendwas zu machen. Boah, ich finde das geil, wenn der Situationskommando nicht funktioniert. Ich komme nicht an den heran. Oh mein Gott, ich komme überhaupt nicht. Ich habe schon wieder verloren. Oh mein Gott, ey. Warum ist das so schwer? Ja, danke, die Kamera hat mir auch sehr geholfen jetzt. Oh mein. Ich komme hier zu gar nichts. Ja, das war sehr geil. Ey, ich komme nicht zu irgendwas hier. Hey. Oh nein. Ist jetzt das
passiert ist das, was ich denke, was passiert. Wir kommen wieder am Anfang raus, ne? Bevor ich die ganzen Ärzte. Boah. Mein Gott. Das heißt, wir haben jetzt. Okay, ich glaube, die Erfahrungspunkte sind nicht verloren gegangen, aber. Wow, ey. Mann. Ich komme gar nicht dazu, irgendwas zu machen am Ende. Was soll das? Sag mal, der Kampf ist irgendwie. Für mich ist er auf jeden Fall schwer. Das ist übrigens ein Kampf, der nur in Final Mix auftaucht. Und ja. Er ist übel. Ich habe damit Probleme auf jeden Fall. Gott, nochmal das Ganze. Vor allem ist nur am Ende. Am Ende komme ich nicht an den heran. So, komm her. Am Anfang ist er ja noch chillig. Na, guck mal. Nur am Ende kriege ich den nicht. Verdammt, ich dachte, das klappt. Ja, ich weiß, nur drei Kombos. Au. Ey, nee, ich hab doch geblockt. Doch, komm her. Oh. Ja, tut mir leid wegen dem Blinker jetzt, aber... Einfach Eis gegen die Fresse gehauen. Du magst doch Eis, oder? Komm ich nur darauf. Da guck ich das an. Da habe ich ja kein Problem. Ich glaube, das war nicht so gut, aber egal. Ja, diese Kameraschwenkung, da ist das, was mich hier mal schafft. Jetzt geht's wieder ab, ne? Noch mehr. Genau gleich muss ich jetzt eigentlich noch mal machen. Dann machen wir den hier, ja. Das muss die Kamera, glaube ich, ausstellen. Ich kriege ja irgendwie nichts klappt. So, ha. Ich glaube, du gehst noch nicht im Berserker-Modus, oder? Auf. Auf. Verdammt, der klappt nicht. Warum ist der jetzt tausendmal einfacher? Hi. Guck. Ich will ehrlich gesagt, dass der mal schafft. Weit habe ich nicht. Max, zwei Schlüsselschwerter hier, komm her. Nein. Keine Magie, verdammt. Diesmal ja. Ha. Und tschüss. Und Kombo Meister noch besser. Wow, warum halt beim zweiten Mal jetzt so viel einfacher? Gibt's doch jetzt einfach nicht. Okay. Gut. Nicht so geil, dass die den Kampf spielbar gemacht haben in dem Spiel. In die Version. That's why.
Na, das war's wohl, oder? Oder auch nicht. What? Ja, das haben wir die normale Version. You seek answers. You feel nothing. Nothing is real. I can give you purpose. That is right, the new you. Und so bekam er seinen Namen. Das hab ich auch nicht in der Originalversion gesehen, oder? Look who's finally awake. Axel. Or maybe I have it wrong. Might be time to sleep. Soon we won't be able to talk like this anymore. Does that mean it's time for me to go back to where I belong? You know, I've been thinking about something Naminé said. Roxas, are you really sure that you don't have a heart? Is it possible that we all have one? You, me, her? Or is that just wishful thinking? I don't know. I can't just look inside. Yeah, I guess not. But I figure if there is something in there, inside us, then we'd feel it, wouldn't we? And if so... No, never mind. Come on. Don't leave me hanging. Sora will find the answer we're looking for. I know he will. Because he's me. True enough. Thanks. Man, I miss the old times. Still got it memorized? The day we met, and you got your new name, you and I sat right here and watched the sunset. Yeah. This place is home. Me, Hainer, Pence, Olette, we've shared a lot of adventures. You'll see them again. I know you will. Yeah. You're right. Well, I should go. Sora's waiting for me. Yeah, I suppose he is. Man, this is some good ice cream, huh? Take care. Okay. Right back at you, buddy.
You make a good other. Make a good other. Are you okay? What just happened? Gorsh, I don't know. You just disappeared. Then me and Donald had to fight some nobodies. Oh. Das kann ich mir sehr schlecht vorstellen. He defeated Riku. Das war wahrscheinlich voll der Kampf aller Zeiten. Zwischen Gut und Böse. Yeah, you're right. Ja, niemand könnte Riku besiegen. Roxas ist ein Niemand. Ihr Idioten. Oder ihr seid blind. Come on, let's just find a way to get into that castle. Okay. Ich stelle mir einfach noch vor, wie Donald und Goofy so einen göttlichen Kampf zwischen Gut und Böse gegen ein paar Niemande ausgefochtet haben und wir haben es verpasst. So, Zweisamkeit. Ich könnte noch so einen besonderen Effekt verfügen. Was könnte das wohl sein? Ich weiß es. Ja, wäre ein bisschen doof, ne? Ich halt nicht wüsste. Gut. Was Axel gesagt hat hier, als er sich gewundert hat, ob er und alle anderen ein Herz haben. Ja. Eins? Nee, vier. Hat er ja gesagt, du, ich, sie. Und einige Leute behaupten ja, dass mit sie ein Charakter aus 358 Tage hier gemeint ist. Aber das kann nicht sein. Weil diese Person ist aus den Erinnerungen von allen verschwunden. Also diese Person ist nicht gemeint. Wollte ich nur mal anmerken. Damit ist wahrscheinlich Namine gemeint, oder? So, Licht und Dunkelheit. Das möchten wir kurz ausrüsten. Da möchte ich noch was machen. Ja. Hallo, wer seid ihr denn? Komm mal her. Oh nein. Oh Gott, genau das wollte ich nicht. Komm. Das ist doch voll passend hier gegen die Viecher. Ich kriege keine Erfahrungspunkte. Also ist das Verschwendung. Okay, gehen wir. Ja, mit Zweisamkeit können wir sozusagen die Antiform auslösen. Entweder die Antiform oder eine andere Form. Und ich möchte die andere Form auslösen, damit wir die freischalten können. In der normalen Version war das ein bisschen anders, glaube ich, geregelt. Da wurde, weiß nicht. Da konnte nur die neue Form irgendwie ausgelöst werden. Und ja. Wir wollen aber jetzt neue Form freischalten und deswegen müssen wir erstmal driven. Drive-Punkte sammeln. Und dann nochmal versuchen uns zu verwandeln. Na, nochmal. Und schon wieder. Verdammt. Dann machen wir neu in diesem Part. Hallo. Aber da kann ich, wenn ich diese Form freischalten habe, kann ich nämlich die anderen Formen wieder hochleveln. Dann kann ich zum Beispiel die Meisterform wieder ein bisschen hochleveln. Boah, ich kann schon mal Geräusche von dem Ding. Also so ein Luna-Kristall, oh geil. Wir tauchen später auch keine Herzdruck mehr auf, glaube ich. Wenn ihr bald was anderes auftaucht. An dieser Stelle an diesem Turm hier, vor diesem Turm. Da komm schon, lass mich jetzt nicht hängen. Ihr könnt schon abschalten, wenn ihr wollt. Also ihr wollt sehen, wie ich die Form freischalte. Wuff. Ist übrigens die stärkste Form, die man freischalten kann. Und ja. Deswegen möchte ich die natürlich so schnell wie möglich haben. Und dann können wir die Form dann aufs Maximum Level bringen. Das ist auch was. Ja, versuchen wir mal die Weißform. Ach, verdammt. Das ist natürlich jetzt sehr doof, aber was soll's.
So, haben wir ein paar Driver, sonst würde ich das gerne ein bisschen abkürzen, ja. Der Punkt der Driver ist wieder auf. Ich hab den mal tut nur ein. So, was geht? Verdammt. Der Driver kann man sich einfach herstellen, ne? Wo irgendwo kriegt man die her, ich weiß das noch. Weil ich benutze die mal für was anderes später. So, jetzt sieht es gut aus. Nein! Ich dachte, weil er länger geladen hat jetzt. Wenn nicht, dann habe ich irgendwas verwechselt. So. Kollege, mach hin. Mein Gott, was soll das? Ist nur eine Chance. Das ist natürlich jetzt sehr unpraktisch. Alter, was soll das? Habe ich voll die Driver alle verschwendet und so. Mein Gott. Komm schon, Leute. Ist nicht witzig. Wir versuchen jetzt noch die. Wenn nicht, dann weiß ich nicht. Gar nicht so viel Pech haben, ey. Nicht gegen niemanden kämpfen, weiß ich nicht. Sollte ich eigentlich schon freischalten können. Komm aber, oh mein Gott, wir haben nur so viel Pech haben. Alter. Daneben. Okay, geil. Warte mal. Ich habe eine Idee. Ich kriege ja Maximum Dingens wieder. Das werde ich jetzt ausnutzen. Oh. So, wir machen jetzt den hier. Wir machen jetzt eiskalt den hier. Geh raus. Ich gehe rein. Alter, gibt's doch jetzt nicht. Was ist denn für ein Dreck? Hallo, ich will jetzt nicht einen 30 Minuten Part schon wieder machen. Will ich vielleicht rausschneiden oder so, keine Ahnung. Ja. Ja. Ich wollte in die Überform. Die stärkste Form im gesamten Spiel. Schamaden. Ja, damit haben wir alle Formen jetzt freigeschaltet. Das Komplizierte mit der Form ist allerdings, diese Form levelt nur auf. Jetzt heraus, ne? Wenn wir niemanden erledigen. Das heißt, ich werde die nächste Zeit ein bisschen öfter benutzen, weil wir viele niemanden begegnen. Und ja. Wir sollten jetzt auch die anderen Formen alle aufleveln können. Oh, guck ich da an. Auch schon wieder Erfahrung von Level. Wir nehmen wir für jeden niemand. Und jetzt können wir die restlichen Formen alle hochleveln. Und was ich machen werde, ist natürlich wieder die Meisterform hier in Hollow Bastion leveln. Diesen komischen Ball. Und dann sollte ich eigentlich bald auch gegen die vorletzte Silhouette hier antreten können. Gegen die ich schon lange kämpfe, aber nicht hin kann, wegen, ja, weil wir nicht zum Turnierplatz gehen können aus irgendeinem Grund. Und ja, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sagt tschüss, bis zur nächsten Folge.